wird. Weil da haben wir viel Möglichkeit. Viel Möglichkeiten. Was ist denn das überhaupt? Seawashed Cobblestone. Ah, okay, ja, genau. Das ist ja logisch, das ist einfach logisch, das ist so, nein, also das muss man wissen. So, wenigstens haben wir dann noch mal Kohle zum Brennen, weil wir Sascha brauchen das ohne Ende. So, und ohne was Maulen gehen wir noch weiter runter. Ah, ich höre Wasser. Ups. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ups. Ups. Was sieht man jetzt? Auf 17. Oh Mann. Aber unten ist mal Erde. Das ist mal schon mal ein gutes Zeichen, dass da unten was sein könnte. Ups. Machen wir die Schaufel. Da. Alter, ist hier was. Aber wo? Was auch immer das schon wieder ist. Abbauen. Sieht aus wie Chopper. Chopper, Mann. Bin ich gut. Ist ja schon wieder dieser... Ah nein, das ist der ganz der komische Cobblestone da. Wo ist denn das Wasser, bitte? Das würde mich jetzt interessieren, wie dieses Wasser eigentlich ist. Oh. Sieht doch noch gar nicht so übel aus. Chopper Ore! Noch eins müssen wir runtergehen für die Diamantenebene. Aber ich glaube, je weiter unten, desto mehr. Den blöden Cobblestone findet man. Geh hoch. Nein. Ist das jetzt ein Marder-Pflasterstein oder was? Nein. Ah, Mann. Wir werden hier niemals. Das ist jetzt normaler Kopfstand. Ja, endlich. Alter Mann. Dann würde ich sagen, suchen wir uns eine Schlucht. So, wir wissen hier wenigstens jetzt mal, was uns eigentlich in den Höhlen alles erwartet. Also es aussieht nichts Gutes. Nicht Gutes. Da choppen wir mal rein, dann haben wir hier wieder verschiedenfarbige Steine. Gehen wir mal ins Bett. Wow. Okay. Ja, das ist Chopper. So, wir brauchen jetzt schon mal das Rezeptbuch, weil ich will mir was suchen. So, einen kurzen Augenblick. Dauert nicht lang. Was haben wir denn hier alles? Okay, ja. Ah, Infusen. Können wir Blöcke rausbauen, okay. Marshmallow. Okay. Ah, Rezeptbuch wäre mit Buch und Tintensack gegangen. Jetzt weiß ich es auch. Da ist ein Campfire. Camperstuhl wäre hier auch noch. Was ist das? Multicooking.
Den machen wir uns. So, wie geht's dort? Campfire. Ein Rucksack, ein Schlafsack. Was? Ah, okay. Hätte ich auch nicht gewusst. Da, Campfire. Wir brauchen Feuerstein. Da machen wir uns den Feuerstein. Nein. 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 Willst du mich verarschen? Tja, wenn man fragt. Man muss ja immer ganz zurückgehen, Mann, Alter. Also, Feuerstein und. Da. Feuerstein, Fackel, 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 Cleanstone, Cleanstone, Cleanstone. Geh raus. Drei Cleanstone, drei Fackeln. Okay, also, merke ich mir mal. Da Fackel, Fackel, Fackel. Clean, clean, clean. Du, Stein. Stein. Und eine noch. Stein. Danke. Ups. So, machen wir uns das mal schnell. Stein, Stein. Fackel, Fackel. Stein. Du und du. So, dann holen wir uns mal schnell den Tin Ore raus. Wollen wir das machen? So, wir haben jetzt Campfire und wir brauchen noch ein paar Öfen. Da, ich hoffe mal, die gehen alle. Oh, perfekt. Wie viele Öfen brauchen wir? Insgesamt vier, ne? Ah, da machen wir es einfach mal vier. Vielleicht weiß ich jetzt nicht, drei oder vier. Ja, vier hätten wir gebraucht. Da, 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 da. So, jetzt haben wir eine Cooking-Effizienz. Dings. So, und zwar vor allem. Ah ja, da unten haben wir ja gesagt, machen wir unser neues Gebäude, unser neues Heim. So, und zwar gehen wir da unten schnell mal ein bisschen ausheben. Also schöner machen. Barley. Okay. So, komm. So, und hier machen wir mal alles. Ups. Alles schön zu. Ja, hallo Vögelchen. Passt aber perfekt zur Musik. So. Schmeißen uns mal schon mal das Campfire daher. Oh, brutal schön. So, ja, was bringt das? Also, das ist ebenfalls ein Mod. Das ist ein Campingfire-Mod. Und zwar, jetzt gehen wir mal oben umziehen. Weil ich würde sagen, wir chappen auch mal die Tiere an. Und zwar, da bringt Folgendes. Und zwar, meine Freunde. Und zwar, wir brauchen jetzt gar keinen Ofen mehr. Nie wieder. Weg. Und zwar, das zeige ich euch jetzt wirklich. Und zwar, das müssen wir aber wirklich alles mitnehmen. Außer. Egal. Also, das bewirkt Folgendes. Und zwar, kann man hergehen. Blip, Kohle reinschmeißen. Und da Kohle reinschmeißen. Und jetzt kann man da überall was kochen. Sagen wir da, das da, wenn es gehen würde. Dann das hier da. Also ne, haben wir noch nie bekommen, dann. Pflasterstein. Also zum Beispiel so. Und das brennt jetzt überall da das her. Sozusagen. Ist eigentlich recht fein. So, und ich würde sagen, wir gehen mal ein paar Bäume kloppen. Also ich meine jetzt nicht extrem viele Bäume. No. Oh. Nur, dass wir ein paar Bäume haben, damit wir wieder Ding machen können. Ein paar Truhen. Von dann fangen wir dann mal an mit mit dem Weg und alles, damit wir das auch mal haben. Da. Dann nehmen wir alles mit.
Und da rein, das lassen wir mal. So, verlunden brennt ihr unser. Warum brennst du? Ah. Oh. Ich frage nie wieder so blöd. So, jetzt haben wir mal wieder zwei Truhen. Die Truhen stellen wir uns vorübergehend da hoch. So, und diese Truhe kommt jetzt wirklich alles nur, was mit diesen Steinen zu tun hat. Steine und Erze. Und Öl. Wir könnten auch da mal schauen, was das Öl bringt. Das ist kein so ein Stein. Das auch nicht, doch. Wo ist der Flaschenstein? Ah, da. So. Das ist auch kein Stein. So viele verschiedene Farben und nur eine Sache, die es lösen kann. Ach, scheiß drauf, einfach alles rein. Ich habe da jetzt gewiss keine Lust, alles dann schön zu ordnen. Jetzt schon ein paar Redstone. Ah ja, passt schon. So, und das kann man eigentlich alles schon mal hochschmeißen und das Geld auch. Wir brauchen eigentlich jetzt nur das. Und du auch nicht. Und wir brauchen jetzt nur ein Rezeptbuch. Vergehen wir schnell mal ins Rezeptbuch, schauen, was Öl bringt. Ah, wir können uns sogar eine Tür machen. So, schauen wir mal schnell. Ein Öl. Für was braucht man Öl? Wie es aussieht, Öl bekommt man nicht gerade wenig. Kohle, nein, war eigentlich nicht gemeint. Aha, okay. Ah, mit Öle und Zucker kann man Plastik machen. Und das bringt Plastik, Vater, Öl, Plastik mit Öl. Ah, und Öl braucht man dann. Okay. Grout, aha. Dead Code, okay. Slimy Mute, ja, yeah, okay. Ball of Moss, wow, cool. Oh. Oh, wir können jetzt sogar mit Chopper Schiene machen, oh mein Gott. Alter, gibt's auf. Alter, wie viel gibt's in der Schiene? Alter. Was? Ah, ja, das habe ich ja auch vergessen, ich Idiot. Jetzt warte, wo hat mir die Frage, was bringt Plastisch, ne? Und zwar bei diesem Mod, wenn man da draufklicken würde, also da, ah, da ist hier Plastisch. Plastik, das kann man alles aus Plastik machen. Also, Raketenfuhl, Plastik, Dead Corner, C4, und Plastik. Ah, logisch. Das muss ja sein, oder? Ah, egal. So, dann gehen wir mal wirklich schauen. Aber was gibt's denn hier noch alles, so, was mich jetzt auch interessieren würde? Huch.